Haben Sie sich schon einmal verloren gefühlt inmitten von Schmerz und Angst, sehnend nach einer heilenden Berührung, die weit entfernt zu sein scheint? Heute werden wir gemeinsam etwas Außergewöhnliches tun, und die Heilung, die Sie suchen, ist näher, als Sie denken. In diesem Video verspreche ich, dass Sie, wenn Sie mit uns rufen, nicht nur Worte der Hoffnung finden, sondern auch die Transformation spüren werden, die Gott heute noch in Ihrem Leben bewirken kann. Wenn Sie sich jemals verlassen oder unsicher bezüglich Ihrer Gesundheit oder der Herausforderungen gefühlt haben, vor denen Sie stehen, wissen Sie, dass Sie nicht allein sind. Viele waren bereits an dem Punkt, an dem Sie sich jetzt befinden, und haben die Kraft des Gebets erfahren. Lassen Sie sich auf dieses kraftvolle Gebet ein, das für Sie gedacht ist, die Linderung, Wiederherstellung und eine neue Perspektive auf Ihrem Glaubensweg sucht. Seien Sie Teil dieses besonderen Moments und entdecken Sie die Veränderung, die in Ihrem Herzen und in Ihrem Leben geschehen kann. In einer Welt voller Herausforderungen, in der viele Menschen körperliche und emotionale Schwierigkeiten erleben, ist es wichtig, daran zu denken, dass wir einen Gott haben, der heilt. Im Trubel des Alltags ist es leicht, sich in Sorgen und Schmerzen zu verlieren. Doch heute Morgen lade ich Sie ein, sich im Gebet zu versammeln und die Gegenwart Gottes zu suchen, der Leben wiederherstellen und Frieden in unser müdes Herz bringen kann. Möge dieses Gebet uns an seine ständige Liebe und die Kraft erinnern, die er hat, um uns zu verwandeln. Der Abschnitt aus Jakobus 5, Verse 14 bis 15 lehrt uns die Bedeutung des Gebets in der Glaubensgemeinschaft. Hier werden wir ermutigt, die Leiter der Kirche zu suchen, damit sie für die Kranken beten, und wir werden daran erinnert, dass das Gebet des Glaubens die Kraft hat zu retten und zu heben. Dieser Abschnitt ist eine Einladung, in der Gebetsgemeinschaft zusammenzukommen und Vertrauen in das Eingreifen Gottes in unserem Leben zu finden. Mögen wir heute dieses Versprechen in Anspruch nehmen und den Herrn um Heilung und Wiederherstellung anrufen. Herr, an diesem Morgen bringen wir dir unseren Lobpreis und unsere Dankbarkeit, denn wir haben die Gelegenheit, einen weiteren Tag zu leben. Wenn wir die Augen öffnen, werden wir an deine Güte erinnert, die sich in jedem neuen Morgen offenbart. Wir haben so viel zu danken, für die Familie, für die Freunde und für die Segnungen, die manchmal unbemerkt bleiben. Mögen wir für jede Minute dankbar sein, die wir genießen, denn jeder Augenblick ist ein Geschenk, das von dir kommt. Möge unser Lobpreis an diesem Morgen ein süßer Duft vor deinen Augen sein. Heute suchen wir deine Hilfe, denn viele unter uns kämpfen täglich mit Herausforderungen, die herausfordernd sein können. Schmerz, Leiden und Krankheit können uns von dir ablenken. Aber wenn wir nach deiner Gegenwart rufen, finden wir Hoffnung. Wir erinnern uns, dass wir nicht allein sind und dass jede Träne von dir gesehen wird. Herr, du bist unser Zufluchtsort in Zeiten der Angst, und in diesem Gebet suchen wir einen sicheren Hafen, wo wir unsere Sorgen an die Tür abgeben können. Herr, wir wollen uns dir nähern, um Heilung zu suchen. Diese Gebetsreise zu unternehmen ist ein heiliger Moment, der uns dir näher bringt. Unser Glauben wird erfrischt, und das Bewusstsein deiner Gegenwart stärkt uns. Möge jedes Wort, das wir in diesem Gebet sprechen, einen Raum schaffen, in dem Heilung fließen kann, wo unsere Seelen wiederhergestellt werden und wir deinen Frieden spüren können, der alle Vernunft übersteigt. Während ich durch eine schwierige Phase meines Lebens ging, teilte eine Schwester in Christus mit mir, wie das Gebet ihr Fundament wurde. Nach monatelangem Kampf gegen eine Krankheit schloss sie sich einer Gebetsgruppe an. In einem dieser Treffen begann sie die Gegenwart Gottes auf kraftvolle Weise zu spüren, und im Laufe der Zeit erlebte sie die Wiederherstellung ihrer Gesundheit. Ihre Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass wir in Gemeinschaft und durch den Glauben Stärke und Ermutigung finden, denn der Herr hört unsere Flehen. Nun lade ich Sie ein, sich an einen ruhigen Ort zu begeben.
Schließen Sie die Augen und atmen Sie tief ein, während Sie die Gegenwart Gottes um sich herum spüren. Legen Sie die Hände auf Ihr Herz und öffnen Sie sich, um die Heilung zu empfangen, die er zu bieten hat. Wenn dieses Gebet Ihr Herz berührt, schreiben Sie Amen in die Kommentare, und wenn Sie an diese Worte glauben, schreiben Sie Ich glaube unten. Haben Sie sich jemals gefragt, wie kraftvoll ein Gebet sein kann, das im Glauben gesprochen wird? Auf dieser Reise werden wir gemeinsam nicht nur körperliche Heilung, sondern auch geistliche Wiederherstellung erkunden. Bleiben Sie bis zum Ende bei mir, und Sie werden entdecken, wie die Fürbitte Leben verändern und Frieden in den heftigsten Stürmen bringen kann. Was werden Sie tun, wenn Sie die Gegenwart Gottes heute in Ihrem Leben spüren? Lassen Sie uns gemeinsam diese Realität werden lassen. Als Leib Christi sind wir berufen, einander im Gebet zu unterstützen. Die Bibel ermutigt uns, die Lasten des anderen zu tragen, und das war nie so wichtig. In Krisenzeiten finden wir Stärke im Rückhalt unserer Gemeinschaft des Glaubens. Wenn wir füreinander beten, schaffen wir einen Raum, in dem Gottes Gnade auf herrliche Weise wirken kann. Jedes Gebet ist eine Brücke, die uns verbindet, indem wir Bitten zum Herrn bringen und ein Band von Liebe und Mitgefühl knüpfen. Heute möchte ich, dass Sie an jemanden denken, der Fürbitte braucht. Wer in Ihrem Leben kämpft still? Indem wir diese Person in unser Gebet einbeziehen, werden wir zu Mitwirkenden im Plan Gottes zur Wiederherstellung von Leben. Der Herr ist empfindlich gegenüber unserem Ruf. In Matthäus 18, Verse 19 bis 20 lernen wir, dass wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er gegenwärtig ist. Mögen wir unsere Stimmen und Herzen in diesem Gebet vereinen. Herr, möge der Geist der Einheit unter uns bleiben. Hilf uns daran zu denken, dass wir nicht allein sind, sondern Teil einer geistlichen Familie, und jeder von uns hat eine Rolle im göttlichen Plan. Mögen unsere Gebete aufrichtig und voller Liebe sein. Wenn wir um Heilung bitten, mögen wir auf die Stimme des Herrn hören und uns zeigen, dass wir bereit sind, jenen zu helfen, die uns umgeben. Der Schmerz eines jeden ist der Schmerz aller, und gemeinsam werden wir die Freude des Sieges ernten. Eine Freundin berichtet immer wieder, wie ihre Fürbitte für einen kranken Angehörigen zu einem kraftvollen Zeugnis wurde. Nach Wochen des Gebets und kleiner Liebesakte sah sie die Transformation nicht nur der Gesundheit des Angehörigen, sondern auch des Wachsen des Glaubens in der ganzen Familie. Die Radikalität wich und Platz machte für das Vertrauen in Gott. Das ist die Kraft der Fürbitte, Veränderung, Heilung und Stärkung. In diesem Moment ermutige ich Sie, sich die Person vorzustellen, für die Sie beten möchten. Platzieren Sie dieses Bild in Ihrem Geist und spüren Sie den Wunsch, Ihre Heilung zu sehen. Heben Sie Ihre Hände als Zeichen der Hingabe und des Glaubens. Wenn Sie diese Segnung in Ihrem Leben sehen möchten, schreiben Sie Ich empfange in die Kommentare, und wir werden gemeinsam für diese Heilung beten. Glauben Sie, dass Gebet wirklich ein Leben verändern kann? Wie möchten Sie die Veränderung im Leben anderer um Sie herum sehen? Bleiben Sie bei mir, denn ich werde gleich teilen, wie Glauben und Fürbitte unerwartete Wunder bringen können. Was sind Sie bereit zu tun, um zu sehen, wie Gott aktiv wird? Bleiben Sie dran und entdecken Sie, wie das in Ihrem Leben Realität werden kann. Herr, im Namen Jesu wird unsere Hoffnung jeden Tag erneuert. Wenn wir nach körperlicher Heilung suchen, denken wir an dein Wort und an das Versprechen, das wir in dir haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Heilung des Körpers eine Erweiterung der Heilung der Seele ist. Der Herr ist nicht nur unser Arzt, er ist unser Retter und Erlöser. Wenn wir auf die Kranken schauen, bitten wir, dass deine göttliche Berührung Linderung für jeden Schmerz und jedes Leiden bringt, denn wir wissen, dass in deiner Gegenwart keine Krankheit ist, die nicht geheilt werden kann. Und wenn wir von körperlicher Heilung sprechen, können wir die emotionale Dimension, die damit verbunden ist, nicht ignorieren.
Oftmals ist der Kampf, den wir ausfechten, nicht nur im Körper, sondern auch im Geist und im Herzen. Mögen wir an diesem Morgen den Herrn um eine Berührung bitten, die über das Physische hinausgeht. In Philipper 4,7 lesen wir, dass der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren wird in Christus Jesus. Wir rufen nach diesem Frieden, der Trost und Gelassenheit in unser Leben bringt. Herr, hilf uns zu verstehen, dass Heilung oft auf verschiedene Weisen geschieht. Es ist nicht nur eine schnelle Lösung, sondern ein Prozess der Wiederherstellung, der die Pflege von Ärzten, die emotionale Unterstützung von Freunden und die tiefe Verbindung zu dir umfasst. Mögen wir für all diese Dimensionen sensibel sein und dein Handeln in jedem Teil unserer Reise zur Heilung und Transformation erkennen. Ich erinnere mich an einen lieben Freund, der nach einer verheerenden Diagnose beschloss, seinen Schmerz und seinen Kampf in ein inspirierendes Zeugnis umzuwandeln. Er begann, intensiv zu beten, und jeden Tag sah er Veränderungen in seinem Körper und Geist. Mit der Unterstützung der Gemeinde erlebte er nicht nur körperliche Heilung, sondern auch eine Erneuerung im Glauben, wie er sie zuvor nie gefühlt hatte. Er wurde ein Licht für die, die ihn umgaben. Jetzt lade ich Sie ein, für Ihre eigene Heilung oder die Heilung von jemandem in Ihrer Nähe zu beten. Während Sie dies tun, legen Sie Ihre Hände auf Ihr Herz und spüren Sie die Gegenwart Gottes. Lassen Sie diese heilende Energie fließen. Wenn Sie an die Transformation glauben, die heute geschehen kann, schreiben Sie "Ich glaube" in die Kommentare und lassen Sie uns gemeinsam unsere Stimmen im Schrei vereinen. Wussten Sie, dass Heilung oft mit einem einfachen Gebet beginnt? Welche innovativen Veränderungen können entstehen, wenn wir uns vereinen und nach Heilung streben? Bleiben Sie bis zum Ende bei mir, und gemeinsam werden wir die kraftvolle Reise des Glaubens und der Transformation erkunden. Versäumen Sie nicht, was Gott in Ihrem Leben tun wird. Vater, neben der körperlichen Heilung kämpfen wir häufig mit emotionalen Wunden, die uns prägen. Der Schmerz, den niemand sieht, kann genauso verheerend sein wie jede Krankheit. Heute rufen wir nach Heilung, die diese verborgenen Bereiche unseres Seins anspricht. Wir bitten dich, Herr, in deiner unendlichen Barmherzigkeit Licht in die dunklen Ecken unserer Herzen zu bringen. Jede Träne, die in Einsamkeit vergossen wird, bleibt von dir nicht unbemerkt. Du bist aufmerksam auf unser Flehen und auf jeden Wunsch nach Wiederherstellung. Emotionale Heilung ist oft ein Prozess, der von uns Mut und Verwundbarkeit verlangt. Es kann herausfordernd sein, das Herz anderen Menschen zu öffnen, aber wenn wir unsere Kämpfe teilen, finden wir Unterstützung und Stärke. Möge der Herr uns helfen, die Gemeinschaft zu umarmen und uns zu erlauben, Liebe und Heilung durch sie zu empfangen. Durch jede Umarmung, jedes freundliche Wort und jedes Gebet sehen wir, wie der Herr in uns wirkt. In 2 Korinther 1, 3-4 lernen wir, dass Gott der Gott aller Trost ist, der uns in all unseren Trübsalen tröstet. Mögen wir heute unser Herz mit der unerschöpflichen Quelle der Liebe füllen, die von ihm kommt. Dies dient als kraftvolle Erinnerung, dass wir nicht nur Heilung wollen, sondern auch Transformation und Freiheit. Herr, möge es uns erlaubt sein, deine Liebe zu erfahren und in deinem Frieden zu verweilen. Eine nahe Freundin teilte mit mir, wie das Gebet in einer dunklen Phase ihres Lebens zu ihrem Anker wurde. Nachdem sie sich in einer Unterstützungsgruppe geöffnet hatte, fühlte sie, wie eine Last von ihr genommen wurde. Die emotionalen Wunden begannen zu heilen, als sie sich erlaubte, verwundbar zu sein. Dies brachte nicht nur Heilung, sondern auch eine neue Perspektive auf das Leben. Durch dieses Zeugnis erkennen wir die Kraft, die in Verwundbarkeit und der Kraft des gemeinschaftlichen Gebets liegt. In diesem Moment lade ich Sie ein, Ihre Augen zu schließen und tief durchzuatmen, während Sie die Friedens von Gott, der Ihre Seele umhüllt, zulassen. Berühren Sie Ihr Herz und spüren Sie die Gegenwart Gottes, die Ihre emotionalen Wunden heilt.
Wenn Sie diese Heilung wünschen, schreiben Sie "Ich gebe mich hin" in die Kommentare. Lassen Sie uns gemeinsam anderen helfen, die Heilung zu suchen, die vom Herrn kommt. Haben Sie sich jemals gefragt, wie emotionale Heilung Ihr Leben beeinflussen kann? Wie kann es sein, dass Gott Ihre Wunden in Lichtpunkte verwandeln kann? Bleiben Sie bei uns, und während dieses Gebetes werden wir das Transformationspotenzial entdecken, das entsteht, wenn wir unsere Herzen für geistliche und emotionale Heilung öffnen. Herr, es ist schwer, die Kraft des Gebets zu messen, aber wir wissen, dass es ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen uns und dir ist. Wenn wir beten, öffnen sich Türen, die zuvor verschlossen waren, und wir brechen Ketten, die uns festhalten. In unserer Schwäche finden wir Stärke. Du hast uns in einer Johannes 5,14 gelehrt, dass wenn wir um etwas bitten, das deinem Willen entspricht, du uns hörst. Mögen wir uns immer an die Bedeutung des Gebets mit Glauben und Entschlossenheit erinnern. Die Kraft des Gebets ist nicht nur eine Bitte, es ist eine Glaubensbekundung. Wenn wir beten, erklären wir, dass wir an das glauben, was Gott tun kann, auch wenn wir die Lösung nicht sofort sehen. In Momenten der Ungewissheit ist das Gebet unser Licht. Wenn wir unsere Stimmen erheben, vereinen wir uns in einem Schrei für das, was über unser Vorstellungsvermögen hinausgeht, und finden so Hoffnung und Mut. Bittet, und es wird euch gegeben. Mögen wir uns erinnern, dass unsere Gebete von großem Wert sind. Sie sind ein mutiger Akt des Glaubens, und auch wenn wir nicht alles verstehen, wissen wir, dass Gott handelt. Daher übergeben wir jetzt unsere Bitten an ihn mit Glauben und Vertrauen, in dem Wissen, dass wir gehört werden und dass er das Beste für uns hat. Eine Bekannte von mir hebt immer hervor, wie sich ihr Leben änderte, nachdem sie begann, regelmäßig zu beten. Eines Tages, müde von ihren täglichen Kämpfen ohne Sieg, beschloss sie, zu rufen. Und, mirakulös, begannen sich die Türen zu öffnen. Die Lehrer erkannten ihr Talent an, die Freundschaften festigten sich, und selbst ihr Gesundheitszustand besserte sich. Sie lobte und lobt immer noch, wie die Art, sich mit Gott zu verbinden, eine Kette von Segnungen in ihrem Leben entfaltete. In diesem Moment möchte ich, dass Sie über Ihre eigenen Bitten nachdenken. Legen Sie Ihre Sorgen in die Handflächen. Jetzt fühlen Sie beim Atmen, dass Sie jede Bitte loslassen und nicht nur dem Herrn übergeben, sondern auch ihm die Möglichkeit geben, zu handeln. Wenn Sie bereit sind zu sehen, wie sich die Kraft des Gebets in Ihrem Leben manifestiert, schreiben Sie "Ich vertraue" in die Kommentare. Was denken Sie, kann geschehen, wenn wir mit Glauben und Aufrichtigkeit beten? Bleiben Sie bei mir und entdecken Sie, wie die Kraft des Gebets nicht nur Ihr Herz, sondern auch alle Situationen um Sie herum verändern kann. Versäumen Sie nicht, was kommt. Gott wird gleich etwas Überraschendes tun. Herr, während wir am Ende dieses Gebets angelangt sind, wollen wir unsere Hoffnung in dich bekräftigen. In Zeiten von Schwierigkeiten und Unsicherheiten wissen wir, dass du der Anker unserer Seele bist. Wie geschrieben steht in Römer 15,13, möge der Gott der Hoffnung uns mit aller Freude und Frieden in unserem Glauben erfüllen, damit wir in der Hoffnung überfließen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Möge diese Hoffnung unsere Wege erleuchten, auch in der Dunkelheit. Die Erwartung sollte uns an jedem Tag begleiten, denn Gott ist treu in seinen Versprechen. In jedem Gebet, in jedem vergossenen Tränen, in jedem gemeinsamen Lachen wissen wir, dass Gottes Ziele in unserem Leben erfüllt werden. Mögen wir mit dem Bewusstsein leben, dass uns eine glorreiche Zukunft erwartet und dass die Heilung, auch wenn sie sich jetzt nicht zeigt, auf dem Weg sein könnte. Wenn wir uns von jedem Gewicht, das wir tragen, befreien, finden wir die Leichtigkeit des Herrn. Mögen wir aus diesem Gebet herausgehen, besser vorbereitet, um die Herausforderungen zu meistern, mit erneuertem Glauben, wissend, dass der Vater, der uns liebt und um uns kümmert, immer unsere Stütze sein wird.
Danke, Herr, für jeden Moment in deiner Gegenwart, für jede Heilung, die geschehen ist, und für jeden von uns, der von deiner Hand berührt wurde. Viele Menschen, die den Herrn suchen, sagen, dass selbst in schwierigen Zeiten, wenn die Hoffnung zu schwinden schien, ein aufrichtiges Gebet das Licht zurückbrachte. Eine Freundin, die mit familiären Herausforderungen konfrontiert war, ließ ihre Ängste hinter sich und suchte Gottes Führung. Von da an sah sie die Veränderung nicht nur in ihrem Leben, sondern im Leben aller um sie herum. Dieses Zeugnis erinnert uns an die Treue Gottes in allen Umständen. Bevor wir abschließen, ermutige ich Sie, im Gebet zu bleiben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um in der Gegenwart Gottes zu reflektieren, indem Sie Ihre Sorgen abgeben und Ihr Herz öffnen. Wenn Sie spüren, wie sehr dieses Gebet Ihr Leben berührt hat, hinterlassen Sie einen Kommentar, und wenn Sie möchten, dass die Hoffnung in Ihrem Leben neu erblüht, schreiben Sie "Ich nehme an". Sind Sie bereit, diese erneuerte Hoffnung zu leben? Mit jedem neuen Tag haben wir die Möglichkeit, im Glauben gestärkt zu werden und die Gegenwart des Herrn zu suchen. Versäumen Sie nicht, was Gott in Ihrem Leben tut. Er verspricht, dass nichts unmöglich ist für den, der glaubt. Wir werden im Gebet fortfahren und auf das mächtige Handeln Gottes vertrauen. Liebe Brüder und Schwestern, wir laden Sie zu einem Moment des Gebets und der Reflexion ein, indem wir um Heilung und Wiederherstellung in unserem Leben bitten. Heute werden wir die kraftvollsten Psalmen der Bibel erkunden und Gott um körperliche, emotionale und geistliche Wiederherstellung anrufen. Bereiten Sie Ihre Herzen vor, denn nach dem Lesen dieser Schriften werden wir gemeinsam das Gebet des Vaterunsers sprechen, voll Vertrauen, dass der Herr unsere Quelle der Heilung und des Friedens ist. Kommen Sie mit einem offenen Glauben und dem Willen, die heilende Berührung des Höchsten in Ihrem Leben zu empfangen. Die Bibel sagt in Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Bibel sagt im Psalm 30: Ich preise dich, Herr, denn du hast mich erhöht und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, da ich schrie zu dir, machtest du mich gesund. Herr, du hast meine Seele aus der Hölle geführt, du hast mich lebend erhalten, da jene in die Grube fuhren. Ihr Heiligen, Lob singet dem Herrn, danket und preiset seine Heiligkeit. Denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade, den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ich aber sprach, da mir's wohl ging, ich werde nimmermehr da niederliegen. Denn, Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du meinen Berg stark gemacht, aber da du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich, und zum Herrn flehte ich, was ist Nütze an meinem Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir meinen Sack ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, auf dass dir Lob singe meine Ehre und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Die Bibel sagt im Psalm 41: Wohl dem, der sich des Dürftigen annimmt. Den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohlgehen auf Erden und wird ihn nicht geben in seiner Feinde Willen. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Siechbette, du hilfst ihm von aller Krankheit. Ich sprach,
Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe an dir gesündigt. Meine Feinde reden Arges gegen mich, wann wird er sterben und sein Name vergehen? Sie kommen, dass sie schauen, und meinen's doch nicht von Herzen, sondern suchen etwas, das sie lästern mögen, gehen hin und tragen's aus. Alle, die mich hassen, raunen miteinander wider mich und denken Böses über mich. Sie haben ein Bubenstück über mich beschlossen. Wenn er liegt, soll er nicht wieder aufstehen. Auch mein Freund, dem ich mich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich unter die Füße. Du aber, Herr, sei mir gnädig und hilf mir auf, so will ich sie bezahlen. Dabei merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind über mich nicht jauchzen wird. Mich aber erhältst du um meiner Frömmigkeit willen und stellst mich vor dein Angesicht ewiglich. Gelobet sei der Herr, der Gott Israels, von nun an bis in Ewigkeit. Amen, Amen. Die Bibel sagt in Psalm 107: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat und die er aus den Ländern zusammengebracht hat vom Aufgang, vom Niedergang, von Mitternacht und vom Meer. Die Irre gingen in der Wüste, in ungebahntem Wege, und fanden keine Stadt, da sie wohnen konnten, hungrig und durstig, und ihre Seele verschmachtete, die zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie einen richtigen Weg, dass sie gingen zur Stadt, da sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und füllt die hungrige Seele mit Gutem. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, darum, dass sie Gottes Geboten ungehorsam gewesen waren und das Gesetz des Höchsten geschändet hatten, dafür ihr Herz mit Unglück geplagt werden musste, dass sie dalagen und ihnen niemand half, die zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus der Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die an den Menschenkindern tut, dass er zerbricht erne Türen und zerschlägt eiserne Riegel. Die Narren, so geplagt waren um ihrer Übertretung willen und um ihrer Sünden willen, dass ihnen ekelte vor aller Speise und sie todkrank wurden, die riefen zum Herrn in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten, er sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und Dank opfern und erzählen seine Werke mit Freuden. Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel in großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob, und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund fuhren, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, die zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten. Und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zu Lande brachte nach ihrem Wunsch. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und ihn bei der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Er machte Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen, dass ein fruchtbar Land zur Salzwüste wurde um der Bosheit willen derer, die darin wohnten. Er machte das Trockene wiederum wasserreich und im dürren Lande Wasserquellen und hat die Hungrigen dahin gesetzt, dass sie eine Stadt zurichten, da sie wohnen konnten, und Äcker besäen und Weinberge pflanzen möchten und die jährlichen Früchte gewönnen. Und er segnete sie, dass sie sich sehr mehrten, und gab ihnen viel Vieh. Sie waren niedergedrückt und geschwächt von dem Bösen, das sie gezwungen und gedrungen hatte. Er schüttete Verachtung auf die Fürsten und ließ sie irren in der Wüste, da kein Weg ist, und schützte den Armen vor Elend und mehrte sein Geschlecht wie eine Herde. Solches werden die Frommen sehen und sich freuen, und aller Bosheit wird das Maul gestopft werden. Wer ist weise und behält dies?
so werden sie merken, wie viel Wohltaten der Herr erzeigt. Nun wiederholen Sie mit mir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Andere Übersetzung: Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abonnieren Sie unseren Kanal, um unsere Videos zu verfolgen. Möchten Sie dabei helfen, diese Botschaft an mehr Menschen weiterzugeben? Unterstützen Sie uns. Der Link für Spenden befindet sich im ersten fixierten Kommentar. Ihre Großzügigkeit kann viele Leben segnen. Ich empfehle Ihnen auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint.